Die Lage ist heikel, die Mission schwierig. Beldadei, 44, spricht im Kicker-Interview, Donnerstagsausgabe, über die ersten vier Wochen seiner zweiten Amtszeit als Trainer von Hertha BSC. Er erklärt, was ihm Mut macht und worauf es jetzt ankommt. Und er sagt ohne Umschweife, diese Aufgabe ist der schwerste Job meiner Karriere. Zurück im Rampenlicht, Hertha-Coach Beldadei. Imago Images. Am 25. Januar übernahm Dardai Herthas ins Trudeln geratene Bundesligamannschaft als Nachfolger von Kumula. Es war nicht mein Plan, auf die Trainerbank bei den Profis zurückzukehren, sagt der vormalige Gesicht. Ich hatte einen schönen Job und meine Ruhe. Er sagt es wie O. Carsten Schmidt und Sportdirektor Arne Friedrich trotzdem zu. Seitdem hat er einen zehrenden Job und deutlich weniger Ruhe. Auch wenn die ersten vier Ligaspiele unter seiner Regie gegen überwiegend hochkarätige Konkurrenz noch keinen Sieg brachten, sagt der Ungar, die Aufgabe ist schwer, aber machbar. Unsere Mannschaft fängt an zu funktionieren. Die Ausgangslage empfindet er auch im Rückblick als kompliziert, fehlender Führungsspieler, zu wenig Teamgeist und viele Sprachen in der Kabine. Das war dies aber in den vergangenen vier Wochen sei viel passiert. Wir sind in die richtige Richtung unterwegs. Wir sind zusammengerückt. Der Rekord-Bundesligaspieler des Clubs aus dem Berliner Westend hatte Hertha in seiner ersten Amtszeit im Februar 2015 als Nachfolger von Jos Luhukay auf Platz 17 übernommen und zum Klassenerhalt. Es folgten vier sportlich stabile Jahre mit den Platzierungen 7, 6, 10 und 11. Im April 2019 entschied sich der Club mit Blick auf die Folgesaisons für ein Ende des Engagements von Dardai als Cheftrainer. Hertha wollte sportlich zu neuen Ufern aufbrechen und erlitt Schiffbruch. Dardai wollte vielleicht etwas zu schnell den Sprung schaffen. Ante Čović, Jürgen Klinsmann, Alexander Nuri und Labbadia amtierten nach Dardai und scheiterten allesamt. Der Club, der mit Ablauf dieser Saisons von seinem im Sommer 2019 eingestiegenen Investor Lars Windhorst insgesamt 374 Millionen Euro bekommen haben wird, gab in den vergangenen 18 Monaten so viel Geld wie nie zuvor für neue Spieler aus und verhob sich. Hertha wollte vielleicht etwas zu schnell den Sprung schaffen. Aber es geht nicht einfach von 0 auf 100, es muss sich entwickeln. Es ist für uns ein sehr gefährliches Jahr. Trotz der positiveren Stimmung und verbesserter Strukturen auf dem Platz weiß auch der Trainer, die Ergebnisse stimmen noch nicht. Einer, der bei der dringend notwendigen Trendwende vorangehen soll, ist Neuzugang Sami Khedira, 33, der Weltmeister von 2014, der am letzten Tag der Wintertransferperiode ablösefrei von Juventus Turin nach Berlin gewechselt war, hatte nach zwei Gioca-Einsätzen am vergangenen Sonntag gegen RB Leipzig, 0:3, sein Startelfdebüt. Spricht sich Dardai viel. Sami ist nicht mehr 25, aber ein ganz wichtiger Baustein für uns. Er versteht das Spiel und kann auf dem Niveau sicher noch zwei, drei Jahre spielen. Punkt. Im Kicker-Interview, Donnerstagsausgabe oder ab Mittwochabend im E-Magazine, spricht Dardai außerdem über seine neue Achse, die Torflaute von Topscorer Matheus Cunha, die Lernkurve von Matteo Guendouzi, die eigene Schlafqualität in Krisenzeiten und darüber, wann er unangenehm